So, ich habe jetzt ein paar Brombeerranken geerntet und ich habe mir gedacht, am besten ist es, wenn man sie gleich sofort verarbeitet und habe mich jetzt spontan entschieden, jetzt gerade mal so ein kleines Körbchen zu machen. Hier habe ich ein paar dünnere Ranken geerntet. Die ich jetzt eben gerade geschnitten habe, die waren ein bisschen kräftiger und dicker. Die werde ich jetzt noch entdornen. Mit meinem schönen Spielzeug entdornen. Mit dem Entdorner. Ja, die sind nämlich ganz toll. Die sind dick, schon ein bisschen verholzt. Die leben aber weiter. Und die haben winzig kleine Dornen. Die könnte ich im Prinzip mit den Handschuhen hier so abkratzen. Mache ich aber jetzt mit dem Entdorner. Geht schneller. Hier sind ein paar dicke. Jetzt komm mal rüber. Ja. Ah, die ist ganz schön lang. Ah, die ist richtig schön lang. Also diese Brombeeren, die kann man natürlich auch trocknen und später wässern und so benutzen. Aber es ist irgendwie am schönsten, wenn man sie an Ort und Stelle verarbeitet. Ja, ihr könnt mal wetten abschließen, wie viele Zecken ich nach dieser Aktion eingesammelt habe. Ich sitze hier im tiefen Gras. Also, ich denke, da hat sich die eine oder die andere Zecke an mir doch vergriffen. So, okay, das. So, mal schauen. Ich glaube, das reicht erstmal. So, bei dem Korb fängt man immer an mit dem Boden. Dafür nehme ich von den dicken Ranken, nehme ich mal so eine Länge. Sechs Stück davon brauche ich. Ich schneide immer von den Ranken immer von unten was ab, damit ich die dünneren Teile wieder zum Flechten verwenden kann. Und das wird kein großer Korb, das wird nur was ganz Kleines. So, jetzt habe ich wenig Werkzeug dabei, aber ich habe einen Pfriemen dabei und ich habe mein Knochenwerkzeug dabei. Jetzt gucke ich mal, womit ich es hier am besten durchstechen kann. Ich glaube, ich probiere hiermit. So, meine sechs Bodenstarken. Jetzt suche ich mir drei, die etwas dicker sind und die drei sind am besten dünner. Und ja, wie gesagt, ist alles sehr improvisiert. Ich habe hier nichts dabei. Ich stecke das einfach hier so rein. So. Und in das Loch stecke ich mal eins, zwei, und drei. Jetzt nehme ich die zweite. So, es geht wunderbar mit diesem Werkzeug. Normalerweise würde ich es mit dem Messer machen, habe ich aber jetzt gerade heute nicht dabei. Bin nur kurz rausgegangen, um ein Video zu machen. Und hier die dritte.
So. Sieht alles sehr rustikal aus. So, das ist mein Bodenkreuz. Jetzt von den frisch geernteten Brombeerranken suche ich mir zwei, die etwa dieselbe Dicke haben. Meine gerade eben gebundene Ringe öffne ich, damit ich damit losflechten kann. Ja, die sind nicht gleich lang, aber das ist nicht so wichtig. So. Jetzt fange ich mit dem Boden an. Dazu gibt es auch schon mal ein Video von mir, habe ich gemacht, verlinke ich hier im Bild. Der Boden fängt man an mit der Fitze. Ich stecke erstmal zwei dünne Enden hier oben rein. Ja, diese Enden sind ja gar nicht so dünn, aber das ist halt bei der Brombeer so, dass sie sehr gleichmäßig ist. So, den einen habe ich vorne, den anderen habe ich hier hinten. Jetzt die schöne Blume ist auch ein bisschen im Bild. Ich nehme sie mal doch mal runter. So, jetzt geht der vordere über drei nach hinten. Der hintere geht hinter den drei hier nach vorne. Jetzt geht hier der vordere, geht über drei nach hinten. Der hintere kommt nach vorne. So arbeite ich im Kreis. Immer schön eng hier. Das wird ein sehr rustikales Körbchen. Aber es gefällt mir gerade so. So, erstmal zwei Runden, wo ich über drei gehe. So, wenn die Enden sich hier ein bisschen verdrehen, muss ich sie hier auch wieder auseinanderdrehen. So, das war jetzt hier das Ende, also überall sind jetzt zwei, das heißt zwei Runden bin ich rumgegangen. Jetzt kommt der nächste Schritt, Kreuz aufbrechen, das heißt hier, diese Staken werden vereinzelt. So, biege ich zur Seite und hier kommt vordere nach hinten, hintere nach vorne. So, hier wieder wird die rechte umgebogen. Und in den Zwischenraum kommt die Ranke. Vordere nach hinten, hintere nach vorne. Vordere nach hinten, hintere nach vorne. So, normalerweise arbeite ich nicht mit Handschuhen. Ich glaube, ich ziehe sie mal jetzt aus. Das habe ich jetzt nur angezogen zum Brombeerernte. Aber jetzt ziehe ich sie wieder aus und habe ich mehr Gefühl in den Fingern. Der knackt ein bisschen, aber es macht nichts. So. Ja, der ist auch ein bisschen knackig. Das ist halt so, wenn die Triebe schon so stark verholzt sind, dann sind sie ein bisschen knackiger. So, wenn hier mir eine Rute abgebrochen ist, ist ja nicht schlimm. Nehme ich dieselbe, die ist noch lang genug, stecke ich sie hier unter diese gebrochene Stelle und flechte weiter.
So, ich biege das Ganze hier so ein bisschen in diese Richtung. Ich möchte nämlich gerne so ein Schälchen machen, wo man halt später auch mal gut Brombeeren reinpflücken kann. Oder andere Erdbeeren, Himbeeren oder was auch immer. So, ich habe mich entschieden, jetzt bei meinem Körbchen hier die Abstände etwas zu verkleinern, indem ich sechs Seitenstärken noch dazu stecke. Da musste ich jetzt ein bisschen Material nachholen und jetzt schneide ich mir mal noch zusätzliche 6 Stärken raus. Und die werde ich bei jede zweite Seitenstärke einsetzen. Also das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, sonst waren mir die Abstände doch etwas zu weit. Ja. Und jetzt machen wir hier eine rein. Dann da lassen wir eine. Dann stecke ich hier noch eine dazu. Da lasse ich. Man, jede zweite. Der Akku von der Kamera ist ja bald alle. Ich hoffe mal, das reicht noch, bis ich fertig bin mit dem Körbchen. So, und genau, das wäre der letzte. So, hier habe ich auch ein paar neue Flechtranken. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kann ich halt beim Umflechten gehe ich hier zwischen diese zwei, den einen neu dazu gesteckten und den einen alten. So, das war die eine und das war die zweite. Jetzt sind die Abstände ein bisschen kleiner, dann wirkt das alles etwas stabiler. Ihr wollt bestimmt wissen, wie ich das Ende vom Körbchen mache. Und da werde ich auch mal was ganz Einfaches machen. Einen ganz einfachen Rand. Weil mit diesen Brombeerranken, den traue ich doch nicht so viel zu. Also diese verholzte Ranken, die sind nicht ganz so flexibel wie eine Weide. Die dünnen Ranken sind natürlich super flexibel. Dafür aber nicht ganz so stabil wie die beide. So hat jedes Material ein bisschen eigene Eigenschaften. So. Aber doch, es gefällt mir ganz gut hier mit dem etwas dichteren Geflecht. Da hat man die Form viel besser im Griff, wenn das hier ein bisschen dichter ist. So, ich verflechte noch diese zwei letzten Flechter und dann werde ich mal den Rand machen. Thank you.
Jetzt komme ich mal zum Rand. So, ich versuche mal einen Rand zu machen, der ganz einfach ist und einfach jede Stärke lege ich mal hinter zwei. So, und ich knicke das hier so an und lege sie hinter zwei. Die nächste knicke ich und ich hoffe mal, dass sie nicht bricht und lege einfach hinter zwei. Sollte mir was brechen dabei, werde ich einfach neu reinstecken, also neue Route nehmen und sie ersetzen. So, jetzt schauen wir mal, wie weit ich komme. Die vorletzte muss mal hier drunter. So, na, die hat auch nicht so ganz, aber es hält noch. So, und die letzte muss hier drunter. An dieser Stelle habe ich leider das Kabel von meinem Mikrofon durchgeschnitten und die Aufnahme wurde unterbrochen. So, mein Brombeerkörbchen ist jetzt fertig und so sieht's aus. Es ist vielleicht nicht das allerschönste Objekt, sieht sehr rustikal aus, eher ein reines Naturprodukt, direkt aus der Natur genommen, das Material schnell geerntet und sofort verarbeitet. Ja, praktisch kann man ein paar Beeren pflücken und reinmachen. Und das musst ihr mir glauben, aber der riecht einfach herrlich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns vielleicht mal bald wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vergiss nicht, den Daumen hoch zu geben und meinen Kanal zu abonnieren.